Test, okay. Also, hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, der sich im Wandel befindet. Also, ich habe jetzt die Tage ein bisschen nachgedacht, ein bisschen Sachen verdaut, Nacht drüber geschlafen, beziehungsweise mehrere. Und ich habe da mal jetzt hier was formuliert, was ich gerne mal verbalisieren möchte. Ich habe gerade dieses Video schon aufgenommen, ist 48 Minuten geworden, aber leider war die Tonspur nicht an. Ich musste das extra noch irgendwo einstellen. Nun denn, ich mache das dann nochmal. Ich hoffe, ich komme schneller durch diesmal. Ich habe angefangen, hier nur erst heimische Musikveranstaltungen zu verbreiten. Will ich schon sagen. Wobei ich da auch eine Geschichte zu erzählen habe, die mich seit längerer Zeit begleitet und auch in anderen Videos angesprochen wurde. Ich möchte versuchen, nun kürzere Videos für eine Serie mit dem Namen Umgedacht mittels Laienforschung reflektiert zu produzieren. Wichtig dabei ist es mir, aufzuzeigen, dass wir als Menschen alle Fehler machen können, worunter sicherlich auch nun mal Denkfehler im Gruppendenken aufgrund dem Sparen von kognitiven Ressourcen gehören. Siehe auch kognitive Verzerrungen. Weil das ist doch so wichtig oder interessant. Wie funktionieren wir Menschen überhaupt? Wie funktioniert unsere Biopsychologie, sage ich mal, ne? Und wo sind unsere Fehler? Und wie können wir das erkennen, was vielleicht im Schatten liegt oder beziehungsweise im toten Winkel, ne? Um mich hier kurz vorzustellen. Ich bin Edwin. Hi. Und habe viele Sachen erlebt und überlebt, die mich eben eine Sache nicht nur von einer Seite betrachten lassen wollen. Genau. Zuletzt bin ich gestorben und ich lebe noch. Wow. Ich bin an einem dissozialen Menschen geraten, was ziemlich heftig war. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um mich davon zu erholen. Aber anderes Thema, anderes Thema. Doch dabei hatte ich nun vor 10 Jahren noch Mühe, die Sachen mit mehr Abstand zu begegnen. Es war für mich somit ein persönliches Experiment, als ich nach Xavier Naidoo seinem Weimkrampf im letzten Jahr einfach ganz spontan ein Video zusammenschnitt, das aus 3 Videos bestand. Einmal eines von Xavier Naidoo und zum Vergleich ein älteres von Alex Jones, den King of Conspiracy Theories, ne? Der ebenso einen Weinkrampf in seiner Radiosendung bekam. Für mich passte es als Experiment mit dem Algorithmus, um eben auch meine überdachte Sichtweise darin einfließen zu lassen, die ich kurz zuvor als Reaktion auf die Sendung Ferngespräch vertonte. Punkt. So, hier wollte ich noch was sagen, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Gut, dass ich das Video nochmal mache. Also, das Video hat 30.000 Videoaufrufe bekommen. Das Experiment ist geglückt. Und auch wenn Xavier Naidoo oder wer auch immer es war, das Video hinterher markiert hat und wegen Urheberrecht, dann muss ich das Video rausschneiden von Xavier Naidoo, ne? Liebe Grüße. Und ja, trotzdem habe ich gemerkt, dass wenn man die Suchbegriffe eingibt von dieser Firma oder was das da war, was dieses Video gemeldet hat, trotzdem wird dann der Begriff Satanic Panic angezeigt im Verbund mit Xavier Naidoo. Und damit habe ich mein Ziel sozusagen erreicht, ein bisschen den Algorithmus mit anderen Begriffen angereichert zu haben. So, das war mein Experiment. Was aber bei dem Experiment auch zutage trat, das habe ich jetzt nicht geschrieben, ist eben auch der ganze Hass. Das ging ziemlich schnell. Ach, du bist doch hier, weiß ich nicht, Satanist oder du bist doch hier ein Agent oder keine Ahnung, was da noch gesagt wurde. Ich habe das jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ich kann da mal vielleicht ein Video zu machen, aber da waren auch Kommentare bei, die als Spam markiert worden von YouTube. Also viele Kommentare, viele Kommentare. Und selbst Kommentare, die kein Spam waren. Trotzdem war da auch ziemlich viel Hass bei und sofort diese Unterstellung. Nur weil du kritisch bist, demgegenüber bist du auf der anderen Seite und nicht im Team, das gegen die neue Weltordnung gewinnen möchte. Du bist der Feind. Und das ist mir einfach zu kleingeistig. Ich werde das mal später mal vielleicht mal aufarbeiten. Mal gucken. Ich will hier mal weiter vorankommen. Ich denke, dass die Zeit damit besonders jetzt in der Corona-Pandemie angemessen ist, um das, was ich dem Einzelnen sagen will, nochmal gedanklich offengelegt zu reproduzieren. Oder habe ich das mit Xavier Naidoo vorletztes Jahr gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, letztes Jahr war das, ne? Ja, letztes. Um hierbei nun meine Geschichte aufzuzeigen, oder?
Egal. Mit einem Blick ganz weit zurück in meine Kindheit wusste ich als elfjähriges Kind ab 1997 durch eine Cousine, dass es die Rockband Böse Onkels gibt. Welche sich, so wie ich das heute verstehe, aufgrund persönlichen Fehlverhaltens einer moralischen Panik via ganz hartnäckigen Vorurteilen ausgesetzt sah, ohne dass eben dabei die Bandmeinung genug Coverage in den Medien bekam und somit nur einseitig berichtet wurde. Es gab also keine richtige Gegenrede. Und hier, da fällt mir gerade noch ein, das habe ich nicht nur durch meine Cousine gekannt ab 97. Die Onkels kenne ich auch schon durch meinen Bruder. Viele liebe Grüße. Und ja, dann habe ich mich selber damit auseinandergesetzt. Durch meinen Bruder kann ich die Onkels, durch meine Cousine kann ich die Onkels vom Hören und sagen. Und ja, dann kamen noch ein paar andere Sachen dazu und darauf komme ich jetzt zu sprechen, ne? Und genau darum geht es mir, ein Gleichgewicht zu schaffen. Genauso wenig, wie die Band es getan hat, weil das Gleichgewicht ist mir wichtig als introvertierten Nachdenker. Das will ich besonders betonen, introvertierten Nachdenker. Mir geht es nicht darum, einfach zu sagen, weil ich irgendwie irgendwo zugehören möchte, bla bla bla, das ist so und so. Nein, ich denke nach und ich mache meine eigenen, ziehe meine eigenen Schlüsse daraus, um die später erst zu verbalisieren, wenn ich dazu bereit bin. Ne? Ich will da versuchen, Fehler auszuschließen. So. Und genau darum geht es mir, ein Gleichgewicht zu schaffen. Genauso wenig, wie die Band es getan hat, möchte ich hier auch über mich genauso wenig unschöne Dinge verschweigen. Denn mein Ziel ist, die Reflexionsfähigkeit für ein Umdenken sichtbar zu machen, die jeder Mensch in sich hat und trainieren kann. Also wenn ich das mal so zusammenfasse, ich habe schon ein paar Psychologen gesehen, ohne jetzt in Therapie zu sein oder gewesen zu sein, aber mir wurde immer gesagt, dass sie sehr reflektiert sind. Und das nehme ich dann gerne an, dieses Lob. Und versuche das weiterzutragen, weil ich glaube, dass da draußen viel mehr Menschen sind, die viel mehr Fähigkeiten in sich haben und ihr Potenzial entfalten können. So ganz nach dem Grundgesetz. Aber das ist ja in der Schule leider nicht wirklich so vorangebracht, ne? Leider. Leider. Wenn ich mich zurück erinnere, unter anderem als Sohn eines Kriegskindes, das die verkackten Nazis und die Sowjets überlebte, da stand jetzt nicht verkackt, das kam jetzt einfach so, dann sehe ich erstmal, dass ich früh als Kind antisemitischen Witzen ausgesetzt war, also durch meine Cousine, Pikante, über die ich nur lachte, weil ich ihr Lachen sah und deswegen als soziales Wesen ihre Körpersprache kopierte. Wann genau das sich zutrug, kann ich nicht genau sagen, ohne eine falsche Erinnerung zu erzeugen. Aber da ich mich an den gemeinsamen Weg zur Patentante erinnern kann, auf dem sie mir diese Witze erzählte, die ich hier auf gar keinen Fall erwähne, weil die sind schon heftig, für deren Verständnis ich zu klein war, kann ich das nur eingrenzen anhand anderer Erinnerungen und Ereignisse. Vor 30 Jahren wurde ich im April 1991 vom Vater als Frauenschläger bewusstlos geohrfeigt, als ich im Alter von 4 Jahren meine Mutter vor ihm verteidigen wollte. Schöne Scheiße. Da wir dann für ein halbes Jahr woanders lebten und ich so mehr Nähe zur Cousine hatte, kann es sein, dass ich nach meinem 5. Geburtstag im Sommer die bösartigen antisemitischen Witze hörte, zumal ich mich gegebenenfalls noch daran erinnern kann, dass es Herbst gewesen war und offenbar die Blätter am Boden lagen. Also ich kann mich irgendwie erinnern, ich gehe einen Weg entlang, den ich schon sehr, sehr oft gegangen bin damals, jedes Wochenende eigentlich mit meinen Eltern, über Jahre hinweg. Und dann bin ich da über die Wiese gelaufen und dann waren da wohl Blätter gewesen. So erinnere ich mich. Und andererseits kann es bis spätestens Herbst 94 sich ereignet haben, weil wir wieder zurück in die Höhle des Löwen aufgrund seinem manipulativen Zwang und Besitzanspruch zogen, bis wir dann kurz gesagt wieder von ihm weg waren, aufgrund dem Zwang über seine Anwälte. Also es hat viel mit Manipulation zu tun. Ich habe die ganzen Sachen hier, die ganzen Berichte, um das zu verstehen. Die ganzen staatlichen Berichte habe ich hier. Ich habe das jahrelang so wahrgenommen, als ob mein Leben sich wie in einem Nebel befindet. So wie in Silent Hill, ne? Man geht überall hin und überall ist dieser dichte, fette Nebel. Und dann
stößt man auf eine schreckliche Sache, dann ist da die nächste schreckliche Sache. Man muss da irgendwie durchkommen und die ganze Sache, die ganzen Zusammenhänge verstehen, um das Chaos zu ordnen. Naja, dazu komme ich später mal, weil da kann man mal ein Video machen über toxische Menschen. Ein weiteres Video, ich habe ja schon welche gemacht, ne? Narzissmus, Vampirismus, da oder was es da war. Narzisstischer Vampirismus. Ohne ihn zu psychologisieren, also mein Vater, hatte dieses Komm her und hau ab schon etwas Borderline-Charakter. Etwas. Weil. Etwas sage ich, weil es ging ihm mehr ums Geld. Wenn man die Berichte liest und diese ganzen Sachen analysiert, dann ging es uns leider nur ums Geld. So bitter das sich anhört. Er hat zwar gesagt, auch einen gerne zu haben, aber wenn man das so sieht und das Verhalten analysiert, dann kommt man zu keinem wirklich guten Ergebnis. Dann kann man nur Mitgefühl haben zu dem Kriegskind. So ist das bei mir. Aber das ist ein anderer Punkt, den ich mal ansprechen kann. Es kann also festgehalten werden, dass ich zwischen meinem fünften und achten Lebensjahr, zwischen meinem fünften und achten Lebensjahr über die antisemitischen Witze als kopiertes Verhalten lachte. Ich glaube, ich war da 5 gewesen, vielleicht auch 6. Ich weiß es nicht mehr so genau. Die Cousine wiederum kannte die Witze von ihrem Bruder, der rechtsextreme Bands wie Endstufe hörte und auch Drogenprobleme hatte mit H, also Heroin. Und seitdem weiß ich schon, dass Drogen schlecht sind. Finger weg davon. Da sie selber später sagte, dass über die Onkels falsche Sachen berichtet und geglaubt werden, hat sich auch bei ihr ein Denkprozess zum Umdenken ereignet. Wenn wir 1991 über antisemitische Witze lachten, mit 5, bei mir, ich erinnere mich, dass ich sehr jung war, dann waren höchstens 6 Jahre dazwischen, in denen sie auch für sich dazulernte. Und darum geht es mir, sich erstmal nur selbst eingestehen zu können, Denkfehler ausgesetzt gewesen zu sein, weil man zum Beispiel durch familiäre Einflüsse eine Meinung übernommen hat, ohne sich eine eigene Meinung in der Kindheit überhaupt gebildet haben zu können. Siehe Erik Erikson, sein Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung. Werde ich mal unten verlinken in der Videobeschreibung, ne? Doch jetzt sind wir als erwachsene Menschen, die sich auch mit Verschwörungstheorien beziehungsweise Mythen und Erzählungen innerhalb der letzten 10 Jahre, 10 bis 20 Jahre auseinandergesetzt haben können, mal mehr, mal weniger oder auch gar nicht, weil die jetzt in der Corona-Pandemie erst richtig sichtbar werden. Genau. Ich hoffe, der Satz war jetzt richtig formuliert. Was ich hier auch nicht verschweigen will, ist die Tatsache, dass ich nun mit dem Grundfundament der Cousine und der Onkels, ne, später noch, nach der die Onkels keine Nazi-Band sind, ich während den erzwungenen Wochenendbesuchen beim Vater auf eine Nachbarsfamilie traf, deren Sohn mir eine Radiokassette mitgab, auch 1997, und mir sagte, dass die Onkels das Lied Türke Türke gemacht hätten, was eine Lüge ist, die wahrscheinlich von Neonazis in die Welt gesetzt wurde, um den Onkelsverrätern zu schaden. Ne? Also 1997 habe ich angefangen, die Onkels zu hören. Beziehungsweise 98? So Sommer, ja, Sommer 98 habe ich angefangen, die Onkels zu hören. Viva Los Tíos kam 98 raus. Dann habe ich im Sommer das Live in Dortmund 2 gehört. Ja, 98. Seit 98 höre ich die Onkels. Und zuvor kannte ich schon die antisemitischen Sachen, zu denen ich jetzt gleich noch komme. Krass. Das ist so richtig, genau. So war das. Ich kannte das Lied auch aus der Kindheit, durch die Cousine bereits, und erinnerte mich noch heute an die Textzeilen und erinnere mich noch heute an die Textzeilen, ohne aber das Lied gehört zu haben. Ich habe es nur einmal gehört, wenn überhaupt. Ich habe einmal nachgeguckt, was das für ein Lied ist und worum es darin geht, und habe ich wieder schnell ausgemacht. Und sie hat halt zitiert: Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, was machst du mich an? Zitat Ende. So zitierte sie mir neben den antisemitischen Witzen auch die Textzeilen in den frühen 90er Jahren. Im Internet heißt es dazu auf Reddit durch einen Nutzer, Zitat, Original ist von Endsieg und heißt Kanackensong. Die Version, die verbreitet ist und Onkels Störkraft anderen Rechtsrockbands zugeschrieben wird, ist ein Remix davon. Standarte Alibaba. Zitat Ende. Kanackensong.
Die Onkels, die haben auch das Wort Kanaken benutzt. Kann man sich anhören, wenn man die Geschichte sich mal anschaut, ne? Also es ist ein Wort. Es ist ein Wort, das Frust ausdrückt, sage ich das mal so. Es ist eine Projektionsfläche für den Frust in der Musik. Euch und eure Kanakenwelt. Das haben die Onkels gesungen. Erst haben sie gesungen, Punks und Skins im Zusammenhalt gegen euch und eure Staatsgewalt oder sowas ähnliches. Und später hieß es dann gegen euch und eure Kanakenwelt. Skinheads im Zusammenhalt gegen euch und eure Kanakenwelt. Irgendwie so war das gewesen. Deutschland den Deutschen war das gewesen in dem Lied, genau. Das habe ich jetzt aus Erinnerung abgerufen. Das kann man auch nachprüfen. Aber letzten Endes, ohne jetzt das richtig thematisieren zu müssen mit den Onkels, weil die haben Schlägereien gehabt und diese Schlägereien haben dazu geführt, dass man Wut gefühlt hat. Und dann haben die Gruppen sich gegenseitig bekriegt und dann kam halt so eine Scheiße dabei raus, wie auch das Lied Türken raus. Das, wenn man den Text liest, das ist ja ziemlich sexistisch, sage ich das mal so, ne? Mit den Worten, ne? Mit dem F-Wort, ne? Otze, ne? Und ja. Was macht das mit einem? Kann man jetzt schon mal fragen, ne? Das ist auf jeden Fall richtig derbe Scheiße, was das mit einem macht. Wo war ich jetzt gewesen? Genau. Und wenn man jetzt sich mal anguckt, dieses Wort, dieses K-Wort, sage ich da ab jetzt zu, ohne das nochmal rezitieren zu müssen, bei dem K-Wort, ich war mal in der Arbeit gewesen, es war, wo war das gewesen? Wann war das gewesen? 2015. Dann habe ich stolze Kanaken gehabt, in Anführungsstrichen. Die haben sich selber so betitelt. Und dieses Wort, das kommt ja aus dem Hawaiianischen. Und ich finde es entblöd von diesen Nazis, dass die die deutsche Sprache so sehr verhunzen. Weil, wenn dieses Wort übertragen worden ist und so damals gedeutet wurde wie alter Schwede, dann haben die auch was Positives, wieder mal was Negatives gemacht. Und das kotzt mich am meisten an. Bei den Nazis, ne? Bei den Neonazis. Aber jetzt mal gut von dem Scheiß, ne? Die Version, die verbreitet ist, wird halt anderen Bands zugeschrieben, ne? Und das ist eine Lüge. Und der Spiegel schrieb 1992 in dem Artikel Preußens Gloria, also mit Oi, Zitat, so fordert die Gruppe Endsieg in Kanackensong dazu auf, jetzt habe ich schon wieder gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung, Türken in Konzentrationslagern zu stecken, ihre Kinder zu töten und die Frauen zu vergewaltigen. Zitat Ende. Es passt daher in die Zeitspanne meiner Erinnerung. Also wo war ich stehen geblieben? Richtig. Ich wusste als Kind, dass die Onkel sich gegenüber einer Mehrheitsmeinung wehrten, die zwar durch einen Fehler, den sie mit einem anderen Lied begingen, entstanden waren, aber die keine Veränderung zulassen konnte oder wollte. Ihr habt Scheiße gemacht und jetzt benannt euch um. Jetzt sucht euch mal einen neuen Namen und das kann doch nicht sein. Das hat doch nichts mit Identität zu tun. Die Identität hat sich gewandelt. Wie jede Identität einem Wandel unterzogen wird, ne? Und dann war damit mein erster kritischer Denkprozess gegeben. Eben jener gewesen, als das Nachbarskind mir sagte, dass die Onkels dieses genannte Lied Türke Türke gemacht hätten und Neonazis wären. Ich weiß noch gut, dass ich innerlich auf Abstand ging, weil die abgeneigte Emotion dem gegenüber so stark war. Und so begann ich als Kind die Suche nach der persönlichen Wahrheit anhand meines moralischen Kompasses. Ich wollte mir als Kind meine eigene Meinung bilden, aber hatte keine Ahnung, worüber überhaupt. Ich wusste nur, dass da was im Busch war und zu einem gesamtgesellschaftlichen Streit führte. Ich wünschte mir, diesen Streit irgendwie schlichten zu können, doch wusste ich hier, doch muss ich hierbei erwähnen, was ich überhaupt für scheußliche Musik auf dieser verkackten Radiokassette kopiert bekam und was das mit mir anstellte. Auch wenn ich jetzt die ganzen krassen Sachen hier nicht richtig erwähnen kann, ne? Und will. Wir mussten damals reden und müssen auch heute reden, aus dem, was insgesamt gelernt werden konnte, um sich der Wahrheit zu nähern. Der Wahrheit. Damit wir uns positionieren können, ohne sich aber dabei von einer Seite vereinnahmen zu lassen und den eigenen Kopf zu benutzen. Ne? Wir können voneinander lernen und wir sollten nicht gegeneinander agieren.
was auf der Radiokassette sich befand. Also, solange man sich tolerieren kann, ne? Weil Rechtsextremes kann man nicht tolerieren. Oder anderes Extremes, ne? Was schaden kann. Nun denn, was auf der Radiokassette sich befand und was ich als elfjähriges Kind hörte und sich so krass ins Gehirn brannte, dass ich noch heute braune Ohrwürmer bekomme, wenn mir die Scheiße als hörbare Erinnerung aus den Ohren läuft, waren 12 deutsche Stimmungshits der Zillertaler Türkenjäger, die ab Mai 1997 für Aufsehen sorgten. Das Album zählt zu den wohl meist verbreiteten Tonträgern der deutschen Rechtsrockgeschichte. Dass das immer eine Geschichte haben muss, ey. Dass sie so weit kommen. Kann man nur den Kopf schütteln. Wie es das auf Wikipedia heißt. Es handelt sich dabei um im hohen Maße antisemitische, ausländerfeindliche und offenkundig nationalsozialistische Textinhalte, die bekannte Schlagermelodie nutzten, um mittels Gehirnwäsche den Hass salonfähig zu machen. Also so interpretiere ich das. So interpretiere ich das, weil die wollten weiße Krieger. Mit 14, mit 24, mit 34 und so weiter, ne? Ach, diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als Deutsch denken, Deutsch handeln. Sie werden alle gleich gemacht und niemand ist frei und der Nationalsozialismus ist Sklaverei. Hat Hitler selbst gesagt. Niemals frei, ne? Und glücklich dabei. An die Hitlerjugend sich gewendet. Und dann singen die Nazis von Freiheit. Das ist ein schlechter Witz, wa? Was ein schlechter Witz. Schenkelklopfer. Die Lieder wurden wegen Volksverhetzung gemäß § 130 StGB bundesweit beschlagnahmt, mit Beschlüssen des Amtsgerichts Oldenburg vom 9. November 1997 und des Amtsgerichts Winsen vom 30. März 1998 sowie bundesweit eingezogen mit Beschluss des Amtsgerichts Ulm vom 13. Januar 1998. Zu dieser Zeit habe ich diese Scheiße gehört. Als Kind. Will ich nochmal unterstreichen. Genau zu der Zeit hörte ich diese Musik. Und weil mir manche der Lieder in der ursprünglichen Fassung bereits bekannt waren, lachte ich auch da noch drüber. Bis mir dann mit den Liedern der Onkels das Lachen wortwörtlich im Halse stecken blieb. Mich fingen die Onkels auf und haben früh einen deradikalisierenden Prozess eingeleitet, was somit für die Prävention wichtig war, aber mich auch nicht gänzlich vor dem späteren Glauben an Verschwörungsmythen und Erzählungen schützen konnte. Weil ich habe mir gedacht, okay, da gibt es diese Sache, da gibt es diese Sache, das ist kontrovers und da kann man mal drüber nachdenken, da kann man sehr viel drüber nachdenken, aber erst muss man sich die Sachen richtig ansehen. Und dann gab es halt Leute, die haben gesagt, ja, die Sache ist so und so und diese offiziellen Sachen sind die Lüge und wir haben die Wahrheit, wir haben die Fakten, wir haben die Dokumente, hier können Sie das prüfen und vergleichen. Ja, aber am Ende dann wird man selbst sozusagen im Denken ausgetrickst, wenn man sich dieser Gruppenmeinung anpasst. Das sollte einem klar sein, dass das passieren kann. Man sollte immer die Sachen gut prüfen, weil ich habe das, ich sage das mal jetzt so, ich sage das jetzt mal. Mir war immer dieses nie wieder wichtig. Das habe ich in der Schule gelernt. Nie wieder. Ne? Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Nie wieder Massenmord. Nie wieder Demozid, sage ich heute. Und das ist die Sache eben. Dass das ein Thema war, was ich gerne mir angeschaut habe, weil mir die Menschheitsgeschichte wichtig ist und es das Böse nun mal in der Welt gibt. Es ist halt keine gerechte Welt, leider nicht. Und da gibt es viele unschöne Sachen. Und wenn man sich das dann alles ansieht, aber dann auf einmal hört, ja, da ist diese und jene Gruppe dran beteiligt gewesen und die sind schuld, dann kann man trotzdem mal dem gegenüber skeptisch bleiben. Und sich fragen, wie ich das jahrelang gemacht habe, aber was ist, wenn diese Verschwörungserzählungen, beziehungsweise Theorien damals noch, was ist, wenn das das Gleiche ist, was die Nazis genutzt haben? Wenn man da ins gleiche Fahrwasser gerät, ohne es richtig zu bemerken. Und dieser Gedanke, der war jahrelang da, der war jahrelang am Keimen. Dazu haben auch die Onkels viel beigetragen, muss ich schon sagen. Das muss ich schon sagen, aber ich will jetzt nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern. Ich wollte den Text eigentlich vorlesen. Ich habe nur gewusst, dass wir aus der Vergangenheit, oder warte mal. Genau, mich fingen die Onkels auf und haben früh einen deradikalisierenden Prozess eingeleitet, was somit für die Prävention wichtig war, aber mich
auch nicht gänzlich vor dem späteren Glauben an Verschwörungsmythen schützen konnte. Und das hat auch persönliche Gründe, oft emotionale. Komme ich mal später darauf zu sprechen. Ich habe nur gewusst, dass wir aus der Vergangenheit zu lernen haben und blieb skeptisch eingestellt, aber unterlag auch dem Information Bias, als ich zum Beispiel aufgrund mit Vorurteile über Rockmusik glaubte, dass vielleicht die negative Berichterstattung über Teufelsmusik und der Verrohung der Jugend den rituellen Missbrauch der High Society überschatten würde. Aber falsch gedacht. Wegen der dem eigentlich zugrunde liegenden Satanic Panic, auf die ich bereits zuvor zu sprechen kam. Mal, ich habe die auch teilweise in einer abgeschwächten Form erlebt. Oder ich sage das mal so. Nikolas und Sina Schreck, also vormals LaVey, die sind geflüchtet aus Amerika, weil in den Medien, da war die Satanic Panic so groß, das war einfach nicht mehr auszuhalten. Und die haben sich dem gestellt, als damals bekennende Satanisten. Damals. Und dann sind die ausgewandert nach Deutschland, weil, um da wegzukommen. Oder anderes Beispiel. Aus Amerika ist eine Frau geflüchtet, muss ich sagen, vor Narzissmus. So sagt sie das selber. My Escape from Narcissism. So war damals ihr YouTube-Kanal. Da ist sie vor ihren Eltern sozusagen auf Flucht gegangen nach Spanien. Also es gibt immer toxische Ereignisse oder irgendwelche Ereignisse, die irgendwie giftig sind, vor denen man versucht zu fliehen. Was haben die Onkels gemacht? Leben die in Deutschland? Nein. Die leben auch woanders, in Irland und so, ne? Kann man sich ja mal angucken. Und das nicht umsonst. Aber nun gut. Da ich ein paar Lieder davon in der ursprünglichen Fassung bereits kannte, ich war bei Satanic Panic, auf die ich zu sprechen kam. Genau. Die Tage bekam ich also wieder braune Ohrwürmer. Größtenteils aus der Kindheit, weil mir damals ein Nachbarskind eine Radiokassette gab. Da ich ein paar Lieder davon in der ursprünglichen Fassung bereits kannte, wie Eiermann und An der Nordseeküste von Klaus und Klaus oder gegebenenfalls auch Da sprach der alte Häuptling der Indianer von Gus Bacchus, beziehungsweise mir wurde gesagt, dass das von Gus Bacchus ist, hatten diese Lieder es leichter, sich in das Gehirn einzubrennen. Nach über 20 Jahren kamen manche Textfetzen, die ich als Kind hörte, ohne zu wissen, was das bedeutet, noch quälend hoch. Was zeigt, wie sehr sich die braune Scheiße im Gehirn breit machte? Wenn man dem Gedanken folgt und ins Gehirn eines tatsächlichen Extremisten schaut, wo das ja kultiviert wird, ne, dann kann man sich gut vorstellen, was für verinnerlichte Gedankenprozesse da so ablaufen. Weil wenn diese ganzen Gedankenprozesse da sind, Ausländer sind schlecht und dieses und jenes, und das richtig verinnerlicht wird, wenn das Teil der Identität wird, und wenn das dann auf Emotionen trifft, auf schlechte Erfahrungen und in der Umwelt, dann ist das vorprogrammiert, dass da Gewalt kommt. Und dem muss man entgegentreten und sagen, stopp, nein, so nicht weiter. Also, danach habe ich mir ein paar Jahre später auch mehr Rechtsrock, Spuck im Hals, durch andere Schüler angehört, weil ich wissen wollte, was in der Musik für Gedanken transportiert werden. Und ich war nach der Jahrtausendwende wegen der Gewalt und Hetze recht schnell abgeneigt davon. Deshalb, weil Mitgefühl abgesprochen wurde, habe zu müssen, also so habe ich das verstanden, wie bei Störkraft in dem Lied Söldner, das für mich Gewalt glorifizierte. Und richtig abgeneigt war ich dann auch von in ein paar Jahren. Aber das hier alles auseinanderzunehmen, würde den Rahmen dieses kurzen Umgedacht-Videos sprengen. Vielleicht später an einer anderen Stelle. Ich kann vielleicht schon mal erwähnen, kleiner Spoiler, wo ich die CD her hatte, von Störkraft kopiert, ne, die kopierte Störkraft-CD, wo die Lieder drauf waren. Der hat sich auch geändert. Der hat jetzt eine ausländische Freundin, Frau, verheiratet wahrscheinlich, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und hat damals noch gesagt, beziehungsweise vom Bordsteinknabbern erzählt, wie bei American History X. Und dieser Film, der war auch sehr wichtig für mich gewesen. Aber dazu komme ich später mal. Wie gesagt, Menschen können sich ändern. Und richtig abgeneigt war ich dann von diesen Sachen, wie gesagt. Da ich aufgrund meiner Laienrecherche nun in einer rechtsextremen Hassmail-Serie, die für viel Wirbel sorgte und auch mich betraf,
die Tage das Wort Türkensau nochmal las, kam einen Tag danach von Macht und Ehre ein Ohrwurm hoch eines Liedes, dessen Titel ich nicht erwähnen will. Darin heißt es mit einem sehr extremen Bezug zur Rassenschande, Zitat, du treibst es mit einer T und fühlst dich dabei wirklich toll. Zitat Ende. Und erinnerte ich mich an Textzeilen der Türkenjäger aus Liedern wie Sonderzug nach Mekka, da, 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 Tausend eine Nacht, in Klammern gegen Stefan Weidner, und da sprach N aus Uganda. Ich hätte es fast gesagt. Ich hätte es fast gesagt. Wow, gefährlich. Entschuldigung. Zitate Ende. Und da kann man merken, das ist Schunkelmusik. Das ist richtige Schunkelmusik. Bah, ich habe diese Scheiße immer noch im Kopf. Ich gehe mal gleich kotzen. Kommt schon hoch, die braune Kacke. Wenn man besonders, ein bisschen Spaß muss sein, wenn man besonders die Lieder der Zillertaler und von Lanzer kennt, dann kann man einen abartigen Humor finden. Und dem muss man auch sowas vielleicht entgegensetzen, ich weiß nicht. Das macht was mit einem. Der zumindest auch in den rechtsextremen Drohmails des Staatsstreichorchesters und gegebenenfalls auch von NSU 2.0 vorkommen kann. Wobei ich nur vom ersteren Pseudonym manche der Mails im Internet öffentlich gefunden habe. Ja, im Gegensatz zu einem Szeneanwalt. Aber dazu später mal was, vielleicht. Wenn es da einen Zusammenhang gibt, dann kann man sehen, dass es heute kaum noch solche harten Textzeilen gibt, weshalb der Drohmäler wahrscheinlich die alten Lieder kennt. Aber alles eine Vermutung. Das Schlimme ist, ich erinnere mich nicht nur, ich höre die Erinnerung, weshalb das quälende Ohrwürmer sind. Nun gut, jetzt gerade nicht, aber wenn es mal hochkommt, dann ist es echt. Was ist aber, wenn jemand die Onkels nicht hatte, um aufgefangen und von Denkfehlern abgehalten zu werden? Wenn jemand solche hassvollen Botschaften verinnerlichte? Dann wird es jedenfalls sehr schwierig und darauf werden eher Menschen wie Philipp Schlaffer oder Axel Reitz eine Antwort haben können, weil als Aussteiger aus der rechtsextremen Szene beiden ein langer Prozess des Umdenkens vorausging. Umdenken ist bei vielen Menschen wichtig. Also es geht nicht nur um Rechtsextremismus. Es gibt auch andere extreme Sachen, die ich jetzt hier nicht so sagen möchte, weil da müsste ich diese Fässer aufmachen und das will ich jetzt nicht, weil ich habe hier mein Skript, um das vorzulesen, was ich hier eigentlich sagen möchte. Und ja, umdenken, das ist wichtig. Darüber mal nachzudenken, was ist, wenn man umdenken muss? Oder was würde ich davon haben? Was ist, wenn ich die falschen Fragen stelle? Wie bei American History X zitiert, ne? Auszitiert. Was ist, wenn man die falschen Fragen stellt? Und das wäre vielleicht eine richtige Frage, wie aus dem Film gesagt. Ich kann das einmal sagen. Die wichtigste Frage aus dem Film ist halt, hat das dein Leben besser gemacht? Und das deiner Familie, die ja oft vergessen wird. Ne? Da ich hiermit nun die Grenze von 2000 Worten erreicht habe, schön wär's, möchte ich noch abschließende Worte für dieses erste und wahrscheinlich nicht letzte Umgedacht-Video finden. Ja, wie der Gitarrist Gonzo es sagt, müssen wir miteinander reden, aber uns auch positionieren, wie das die Sozialpsychologin Pia Lamberti sagt. Wir sollten uns allen dabei gewiss sein, dass wir alle einem Information Bias anheimfallen können. Deshalb folgendes. Um die Wogen zu glätten, nachdem ich hiermit versuche, etwas Wind in die Sache reinzubringen. Ne? Wir Menschen können und werden alle Fehler machen und dazu zu stehen und daraus zu lernen, das ist das Hauptaugenmerk, für das man sich weder schämen sollte, noch Angst haben braucht, sich dem stellen zu müssen. Es geht um eine ganz persönliche Ehrlichkeit, die auf einer einfühlsamen Achtsamkeit beruht und somit eine gewaltsame Kommunikation ablehnt. Was ist in der Vergangenheit schiefgelaufen, wenn es ein Kommunikationsproblem gab? Warum ist die rechte Musik so sehr verbreitet worden? Was hat dazu geführt? Vielleicht eine moralische Panik durch sensationslüsterne Berichte in den Medien, die eben eher über rechtsradikale Skinheads berichteten, anstatt über Skinheads gegen Rassismus, wodurch die Gegenrede ziemlich einseitig war und nicht alles berücksichtigte, was zur Prävention gesellschaftlicher Prozesse wichtig war? Das kann jetzt ein bisschen viel gewesen sein, aber ja, ne? Oder? Weil ich weiß es nicht. Also, ich weiß es schon, in Anführungsstrichen, ne? Aber ich habe damals nicht gelebt. Beziehungsweise ich habe schon gelebt, aber ich war zu klein. Ich war zu klein, verdammte Scheiße. Und jetzt kann man sich die Sachen ansehen und daraus seine Schlüsse ziehen.
Es ist jedenfalls richtig und bestätigt mein Kontakt mit rechter Musik, wenn es heißt auf Wikipedia zu Störkraft, zu der Band, die ja jetzt auch alle viele, die ja auch viele Leute durch die Ärzte kennen, ne? Störkraft, die Band, wurde ab Oktober 92 bundesweit bekannt, als sie in mehreren Magazinen von öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsendern auftrat. Tolle Werbung, angemerkt. Klaus Farin, ehemaliger Leiter des Berliner Archivs der Jugendkulturen und Autor einiger Sachbücher und Filme über Neonazis und ihre Musik, urteilte darüber: Eine drittklassige Amateurrockband, die zuvor in Schulklassen und Jugendclubs nahezu unbekannt war, brachte es so innerhalb weniger Wochen zu Auftritten in mindestens drei großen Talkshows, durfte hunderte von Zeitungsspalten bevölkern und ein Dutzend TV-Magazinbeiträge bebildern, bis nun wirklich jeder 14-Jährige in diesem Land begriffen hatte, dass er sich unbedingt eine Platte dieser ultraharten Band besorgen musste. Wollte er nicht völlig out sein? Gruppenzwang, Zitat Ende. Gruppenzwang, Gruppenzwang, pass dich an, pass dich an. Alter, deswegen ist Sozialpsychologie so interessant. Zu was kann das also im gesellschaftlichen Dialog oder Monolog geführt haben? Etwa zu einem provokanten Verhalten von Jugendlichen in ihrer Phase der Rebellion? Ich zitiere daher wegen Identitätssuche auch zu Vorurteilen und Gruppendruck von Wikipedia unter Vorurteil, da kann das gelesen werden. Eine selbsterfüllende Prophezeiung ist ein Prozess, bei dem die erkennbar gewordenen Erwartungen anderer Menschen von einer Person dazu führen, dass sich diese entsprechend den Erwartungen verhält. Zitat Ende. Und das habe ich auch hinter mir. Quasi, quasi. So halb. Was ich damit sagen will, ist, dass Sozialpsychologie der neue heiße Scheiß ist. Positiv gemeint. Ja, so neu ist das ja auch nicht mehr, aber es ist wichtig. Wenn ich reflexartig einen Mensch in die rechte Ecke, Wort 3, wenn, denn wenn, ah, denn wenn reflexartig ein Mensch in die rechte Ecke wortreich gepeitscht wird, sollte man sich nicht wundern, wenn irgendwann diese Identität von Einzelnen angenommen wird und es dann in der Gruppe innerhalb einer Gruppe heißt, mit der Gruppenidentität, also eine Gruppenidentität innerhalb einer Gruppe, jetzt erst recht. Also ich meine damit diese komischen Nazis, die immer auf Onkelskonzerten gehen, ne? Meinen, dass die da hingehen müssen. Ich habe da auch schon einen erlebt von. Wo ich bei den Onkels live gewesen bin in Gelsenkirchen, in der Veltins-Arena, da bin ich nach Hause gegangen, stand ich am Bahnhof und dann stand da einer und hat dann gesungen, Kreuzberger Nächte. Nee, der hat gesungen, der hat was anderes gesungen. Ist das der Sonderzug nach Mekka? Ne? Habe ich ja gerade schon zitiert, das Lied, ne? Beziehungsweise angesprochen. Sonderzug nach Mekka ist von Zillertaler. T-Punkt. Und der hat das da im besoffenen Kopf gesungen. Ich dachte mir nur, Junge, bist du peinlich? Da denkt man sich, endlich normale Leute. Und dann, so einer. So ein Vollheuer-Horst, ey. Aber naja. Das hat eben auch bei mir zu Fehlverhalten geführt. Will ich hier weiterlesen. Dass ich sogar schnell lernte zu bereuen. Und in einem anderen Video mal näher thematisiert wird. Es wird da ja auch eine Ähnlichkeit geben zu der Berichterstattung über Terroranschläge, die narzisstischen Menschen nicht nur eine Bühne viel zu oft mit vier Buchstaben bietet, sondern laut einer Studie auch zu mehr Terror führt. Wenn es durch mehr Berichte zu mehr Terror führt, wie durch mehr Berichte es zu mehr Suizide führen würde, weshalb wegen dem Werther-Effekt dies nicht getan wird, dann können doch die Berichte über sehr extreme Ansichten auch nur mit Vorsicht wiedergegeben werden und muss dem immer hinzugefügt werden, wo man Hilfe bei sowas finden kann, die es oft wohl aber nicht gibt. Da muss man schon zur Sektenberatung gehen, wenn man mit Verschwörungsmythen zu tun hat, ne? Da gibt es keine Selbsthilfegruppe. Es sei denn, man guckt Ferngespräch auf Twitch. Aber mal Scherz beiseite. Beziehungsweise ist ja so. Ist ja so. Aber wie gesagt, wo war ich jetzt gewesen? Wenn somit wir Menschen quasi zwei verschiedene Meinungsmuster vor uns haben und uns einem anschließen sollen, dann liegt es nahe, dass andere Möglichkeiten übersehen werden. Es gibt Graustufen. Wenn somit wir Menschen quasi zwei verschiedene Meinungsmuster vor uns haben
Ne? Welches nehme ich an? Wo pusht mich der Gruppendruck hin? Welche Identität ist für mich am besten? Was passt zu mir am besten? Womit identifiziere ich mich? Und selbst bei den Onkels kann ich sagen, dass ich da Kritik äußern kann. Obwohl ich ein großer Onkels-Fan bin. Ne? Mit Leib und Seele. Aber nun gut. Und damit will ich abschließend etwas zu der Prägung der Onkels erwähnen, aus dem Jahr 1987. So sagte Stefan Weidner in einem Interview: Das ist, dass nicht alles gut war, was wir gemacht haben, dass wir aber trotzdem unseren Spaß gehabt haben. Ja, Extremismus kann auch Spaß machen. Das soll die Leute zum Nachdenken anregen, dass man heute allein dastehen muss, haben die meist, dass man da heute allein dastehen muss. Das ganze Gruppengedenke, Skins, Punks, ist nicht mehr angesagt. Angesagt, hat er da gesagt, ne? 87. Selbst wenn einer Skin ist, da haben die meisten nur Mut, wenn sie in einer Gruppe sind. Die sollen für sich selbst stark sein. Das haben wir denen schon immer gepredigt. Zitat Ende. Ich habe da jetzt zwar ein paar andere Sachen noch mit reingesagt, die von mir waren, aber man wird das Zitat finden können. Auf der Onkels-Homepage, wenn man ins Jahr 87 in der Timeline geht. Und was die Wahrheit angeht, weil finde die Wahrheit, bringt einiges auf den Punkt. Also das ist ein Lied. Zumal für mich die Onkels eine Vorbildfunktion erfüllten. Hier ein paar Zitate. Also zusammengefasst von Stefan Weidner. Aus den Jahr, aus mehreren Jahren hinzugefügt. Die eigene Wahrheit wird nicht wahrer, indem man länger und vehementer auf ihr beharrt. Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit. Schrecklich, wa? Weder für uns noch für irgendjemanden sonst. Aber Gott, nein. Ich denke, dass wir uns alle zu oft an den falschen Werten orientieren, uns vom Schein, von Äußerlichkeiten blenden lassen und nicht nach einer tieferen Wahrheit suchen, was natürlich die Auseinandersetzung mit einem selbst bedeuten würde, mit seinem selbst. Das, vor dem wir alle am meisten Schiss haben. Zitat Ende. Ist doch so. Ich werde dir kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich schwöre. Alter. Ich schwöre wirklich. Und ja, damit meint er natürlich die Schattenprojektion. Darauf komme ich, glaube ich, gleich noch zu sprechen. Ich muss auch mal kurz hier markieren. War jetzt viel gewesen. Wie gesagt, da gibt es die Leute, die haben diese eine allgemeingültige Wahrheit, an die wir festhalten und uns vor äußeren Fremden schützen wollen. Und wenn man dann eben auf Wissenschaftler trifft, die einen sagen, ey, komm mal runter, bleib mal cool, guck dir das mal anders an, da gibt es noch andere Sachen, die du dir mal ansehen kannst und denk mal drüber nach, bitte. Wenn man dann diesen Leuten kommt mit, nur wenn man die Überschrift liest über diese Leute, über diese Wissenschaftler, ne, dass die da irgendwie Hass ausgesetzt sind, wenn man solchen Leuten dann auch mit Hass kommt, dann nimmt man doch dieses Verhalten der Gruppe an. Und das geht auf keine Kuhhaut, Alter, ey. Wirklich mal. Walla. Um das mal so zu sagen, ne? Ich kann da gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, vielleicht mal schauen, wo ich da hinkomme. Aber ich glaube, das Video ist gleich schon zu Ende. Und zur Frage, wozu steht der Name Böse Onkels? So auch Stefan Weidner. Der Name steht für eine positive Wandlung. Der Name steht für Provokation. Für Rebellion. Aber nicht für Ausgrenzung. Zitat Ende. Das kann man mal sacken lassen. Es sei denn, man ist ein verschissener Nazi und man sucht nur Streit. Dann kann man ausgegrenzt werden. Da kann man sich auch einige Beiträge angucken von Onkelskonzerten, wo gesagt wurde, dass solche Leute nicht erwünscht sind auf den Konzerten. Und wenn, dann kann es auch mal ein bisschen Zwiebel im Gesicht, ne? Mehr sage ich dazu nicht. Die Ausgrenzung wurde also mit Gewalt schon auf jeden Fall bildlich gesprochen aufgezeigt, ne? Und teilweise auch umgesetzt. Ich glaube, live in Vienna war das gewesen. Aber egal jetzt. Was ich damit sagen will, ist, wir können einander sehr tolerant sein, aber die Toleranten dürfen die Intoleranz nicht tolerieren, weil sonst werden die Toleranten von den Intoleranten nicht toleriert und abgeschafft. Ne? Es
geht also nicht um die Wahrheit, die ganz einfach und schnell erkannt werden könnte, mit so einfachen Erklärungsmustern in einer sehr komplexen Welt. Es geht darum, sich Zeit zu nehmen, um auch dem eigenen Fehlverhalten auf den Grund zu gehen, damit eben eine Projektion des eigenen Schattens nach außen vermieden wird. Warum ist noch eine 3? Also, ich muss sagen, nach einem Gespräch mit der Generation Z wurde mir klar, dass einer Person bei 9/11 gar nicht bekannt war, was damals passierte. Und das habe ich die Tage geschrieben zu einem Artikel über Pia Lamberti, den man mal bitte lesen sollte, aufmerksam und emotional, empathisch lesen sollte. Nicht nur die Überschrift, weil das finde ich auch scheiße, dass man nur die Überschriften sieht, dann da vielleicht ein Gesicht sieht und dann auf einmal, ja, auf dem Smiley-Button drückt, wo man da lachen tut drüber, dass da diese Person Hass abbekommt. Das ist doch total scheiße. Weil man will vorgeben, ein guter Mensch zu sein, nicht ein Gutmensch, ein guter Mensch zu sein. Und was macht man dann? Man nimmt Hass. Und das ist doch nicht richtig. Das ist überhaupt nicht richtig. Das ist falsch. Das ist falsch. Das geht nicht. Aber wie auch immer. Wie gesagt, das habe ich dann dazu geschrieben. Das habe ich jetzt extra nochmal eingefügt. Oder auch bei dem Thema Geschichte und Nazis oder Neonazis ist im Schulunterricht für die heutige Zeit weder der NSU noch 9/11 angesprochen worden. Das ist doch ein Teil der Geschichte. Selbst diese Verschwörungsmythen sind ein Teil der Geschichte. Weil die haben doch dazu beigetragen, dass die Nazis so scheiße erfolgreich sein konnten. Auch wenn sie gescheitert sind. Gnadenlos. Gnadenlos! Um mal hier den Herrn Himmler zu zitieren, ne? Wenn ihr wüsstet, die Nazis, die haben Verschwörungsmythen genutzt als eine große Lüge, an die viele Menschen geglaubt haben, durch die dann eine Rechtfertigung für den Massenmord gehabt haben. Punkt. Und wenn das eine Wahrheit ist, was ist dann eine Wahrheit über die heutigen Verschwörungsmythen, wenn man sich die mal anschaut? Und wo kann das hinführen, wenn man dem nicht kritisch gegenüber eingestellt ist? Man sollte auf jeden Fall kritisch das beleuchten können. Und das kann man lernen. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne? Wo war ich jetzt? Kurzum habe ich mich mit 9/11 von beiden Seiten auseinandergesetzt, oder ich wollte es, und war zur Schlussfolgerung für wissenschaftliche Erklärungen sehr dankbar. Durch 9/11 stieß ich bereits vor 10 Jahren dazu auf ein Video mit Psychologinnen und Psychologen, weshalb dadurch nach mehr Studien mit der Zeit zu den Verschwörungserzählungen geschaut wurde. Beziehungsweise ich habe noch Conspiracy Theories geschaut und Studies, aber habe ich recht dünn was gefunden nur. Und später kam dann das dazu, dass es da diese Verschwörungserzählungen gibt. Da muss ich mich auch noch einlesen. Da habe ich auch noch einiges zu tun. Aber ich will schon mal das, was ich gelernt habe, kundtun, weil das finde ich richtig. Dass man mehr einen Informationspool auch mal von der anderen Seite sehen kann, ne? Um aus den Blasen rauszukommen, aus diesen Bubbles, ne? Wo man sich nur selbst gegenseitig bestätigt. Information Bias. Obwohl ich in der angloamerikanischen Verschwörungsblase mich aufhielt, bin ich nun dennoch geschockt darüber, dass einer Wissenschaftlerin wie Pia Lamberti böse Absichten einfach unterstellt werden. Weil was macht denn ein Wissenschaftler? Ein Wissenschaftler ist wie ein Kind. Ist neugierig. Bewahrt sich das innere Kind. Will dazulernen. Und dann gibt es da Leute, die wollen nicht dazulernen. Und dazu komme ich gleich, was die machen. Und das ist doch mal ehrlich gesagt zum Kotzen. Da wollen illuminierte Menschen anderen profanen Schlafenden, also profan bedeutet nicht erleuchtet oder unwissend, für den Frieden auf Erden die Augen öffnen. Ne? Ist das schon mal eine schöne Sache. Och, ich habe hier was gefunden und ich möchte dir zeigen, das sollst du dir mal angucken, damit uns allen besser geht. Das ist ja schon eine gute Sache. Aber dann schmieren sie ihnen stattdessen ihre Scheiße ins Gesicht. Es tut mir leid, mich solch einer Bildsprache zu bedienen.
Jedoch sagen im Endeffekt Taten mehr als vorerst schön gemeinte Worte. Das, was anfangs schöne Floskeln waren, wurde zum giftigen Geschwür des Hasses, der auf andere abgesondert wird. Und das ist es, was ich damit sagen will. Das, was Stefan Weidner kundtut, über das Gruppengedenke, das, was die Onkels immer schon gesungen haben, sei du selbst. Geh deinen eigenen Weg. Lass dich nicht so sehr beeinflussen von anderen. Das hat dazu geführt, dass in der Verschwörungsblase ich mir gedacht habe, was ist denn hier los? Ist das wahr? Was davon stimmt? Was davon ist gelogen? Okay, da gibt es Wahrheiten. Aber da gibt es auch Halbwahrheiten. Okay, da gibt es auch ganz schön heftige Lügen. Und das ist ganz gefährlich. Ja, das ist also ein langer, langer, langer Weg gewesen, den ich da auch selber gegangen bin. Genau wie die Onkels einen langen Weg hinter sich haben, habe ich auch einen langen Weg hinter mir, der auch mit Gewalt zu tun hat und anderen Sachen, ne? Also ich habe Gewalt nicht selber wirklich ausgeführt, aber trotzdem hat damit zu tun. Und damit will ich nichts zu tun haben mit solchen Sachen, ne? Die eben Grenzverletzungen sind. Also ich habe hier geschrieben, und damit will ich nichts zu tun haben. Weil woran muss ich da denken? Zum Beispiel an Oliver Janich und an Alex Jones. Weil in deren Videos, ohne denen hier nahe treten zu wollen, ich mag es einfach nicht, wenn gesagt wird, dass da sind die dummen Schlafschafe, die aufwachen sollen. Aber die verstehen es nicht, weil die zu dumm sind. Das mag ich einfach nicht. Das ist so eine narzisstische Entwertung. Wir brauchen Wertschätzung. Wir sollten uns nicht die Köpfe einander abreißen, sondern uns wertschätzen. Aber es gibt Menschen, die sind so sehr vom Hass dominiert oder die haben, weiß ich nicht, irgendwelche Probleme in ihrem Leben und projizieren die auf andere Menschen, weil die sich dann besser fühlen können. Und das kann doch nicht der Weisheitsletzter Schluss sein. Genau wie bei Alex Jones. Oh, Menschheit hier, Menschheitsgeschichte hier, I'm studying all the documents, I have it here. Er sagt halt, ich habe die Menschheitsgeschichte hier mir angeschaut und da gibt es diese und jene Sachen und Wissenschaft ist was Gutes, Kultur, Frieden, Freiheit und wissenschaftlicher Fortschritt, dafür stehe ich ein, wir können die Sterne erobern und um halt das Wissen, um das Wissen der Welt zu erweitern, meinte er das, um das Leben vor allem besser zu machen, aber dann begeht er einen Fehler nach dem anderen und lernt daraus nicht wirklich. Hat am Ende nur gesagt, dass er vielleicht eine Psychose gehabt hat, eine kleine, weil er hinter allem einen Fake gesehen hat, weil alles in der Welt für ihn Fake gewesen ist. Ne? Und dann hat er sich noch darüber aufgeregt, dass sein Publikum, also bei Joe Rogan, dass sein Publikum alles als Fake sieht. Aber er hat es ja auch als Fake gesehen. Also wo ist seine Verantwortung? Kann er die übernehmen als Narzisst? Er ist ein diagnostizierter Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und das sollte man sich vor Augen halten. Ich will da jetzt noch nichts mehr sagen. Ich habe da auch schon der Kelly Jones das geschrieben damals. Und das ist so bei ihr auch angeklungen über den Paranoid Narcissist, ne? Da hat sie dann auch drüber geredet oder schon vor drüber geredet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da sollte man vorsichtig sein. Weil es gibt Leute, die können total schöne Bilder malen, aber dann sind sie richtig giftig. Und das ist eben die Banalität des Bösen. Menschen, die als total normal wirken können und freundlich und aufgeklärt, können auf einmal, ich will es nicht sagen, aber doch, richtige Scharlatane sein. Das ist, was ich dazu denke. Ich denke, also bin ich. Und ja, jetzt will ich mal weiterlesen, um hier mal einen Schluss zu finden. Ich habe jetzt schon genug gesagt. Mehr kommt bald. Das, was anfangs schöne Floskeln waren, wurde zum giftigen Geschwür des Hasses, der auf andere abgesondert wird. Was kann man darin vielleicht sehen? Gruppennarzissmus. Gruppennarzissmus. Fliegende Affen. Flying Monkeys. Ne? Modern Psychology. Oder die populäre Psychologie. Da gibt es ja in diesem Roman Der Zauberer von Oz, da gibt es ja diese Hexe,
Und die hatte ihre fliegenden Affen und die tut sie dann zum Angriff abschicken, ne? Ja. Die Hexe ist der Narzisst. Die fliegenden Affen sind ihre Gehilfen. Und diese Gehilfen, wenn jetzt Alec Jones der Narzisst ist zum Beispiel und er dann irgendwie seine Affenarmee da abschickt, lustig gesagt, in Anführungsstrichen, was gar nicht so lustig ist, dann greifen die irgendwelche Menschen an und sagen hier mit Sandy Hook hier und da und be bedrohen die noch mit dem Tod. Alter, was geht denn denen los? Dazu werde ich auch ein eigenes Video mal machen müssen. Weil wir müssen echt mal reden, ey. Das kann nicht so weitergehen. Gerade wo wir hier diese Medien haben. Mit Medienkompetenz, da müssen wir auch drüber uns selber mal zu Gemüte führen, was das überhaupt bedeutet, Medienkompetenz. Das habe ich auch gefragt, die Generation Z. Also das sind die, die so zur Jahrtausendwende geboren worden sind, vor 20 Jahren. Medienkompetenz haben die auch nicht in der Schule gehabt. Ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren auch, wo die geboren worden sind, da saß ich vor dem PC in der Schule und da haben wir das erste Mal Google bedient. Aber auch keine richtige Ahnung gehabt. Und was ist daraus geworden bis heute? Naja, und damit will ich nichts zu tun haben, wie gesagt. Es begeht Grenzverletzungen, nur um sich am Ende zu behaupten und die Scheinwelt eines falschen Erwachens aufrechtzuerhalten. Dazu habe ich ja schon was gesagt. Das habe ich auch in dem Video mit Naidu reingeschnitten, mit dem falschen Erwachen. Ein falsches Erwachen findet halt in der Traumwelt statt. Normalerweise. Normalerweise. Wenn man halt träumt, man wacht auf und dann denkt man, man ist wach, aber eigentlich träumt man noch. Und wenn man dann wirklich aufwacht, dann denkt man sich, hä? Was war das denn? Und das meine ich. Das ist dann so ein Aha-Effekt, so ein Aha-Erlebnis. Und dieses Aha-Erlebnis habe ich, wenn ich die Verschwörungsmythen kritisch beäuge. Aha, so ist das. So kann das sein. Ein falsches Erwachen. Die Nazis haben, wie gesagt, gesagt, Deutschland erwache. Was, wie gesagt, ein verbotener Spruch ist heutzutage, nicht umsonst. Und dann haben die Leute gedacht, sie müssen aufwachen, um gegen das Finanzweltjudentum was zu machen. Und wir wissen ja, wo das geendet hat, ne? In Blut und Chaos. Somit kann man sich leider doch durchaus manipuliert fühlen durch einen aufmerksamkeitsgeilen Narzissten wie Alex Jones, der immer betonte, wie sehr ihm Freiheit, Kultur, Frieden und wissenschaftlicher Fortschritt wichtig wären. Es hat mich persönlich in der Schule vor 20 Jahren, schon wieder diese 20 Jahre, bereits angekotzt, als satanisch zu gelten, nur weil ich als einer der wenigen ein anderes Erscheinungsbild mit düsterer Metal-Kleidung hatte. Was bei mir mit übergekochtem, schwarz-splättrigem Humor zu einem Vergehen führte. Also einem Strafbestand, ne? Muss man ja schon so sagen. Und nun halten Wissenschaftler dafür her, mit denen nicht auf einer ehrlichen und respektvollen Augenhöhe einer einfühlsamen Achtsamkeit geredet wird, sondern die reflexartig mit Vorurteilen beschmutzt werden. Und das ist auch für mich wichtig. Nachdem ich diesen Fehler gemacht habe, mit dem schwarz-splättrigen Humor, wo ich mich über eine Sache lustig gemacht habe. Ich habe die übertrieben, die Sache extra, weil das so an den Haaren herbeigezogen war und scheiße, dass das nicht stimmen kann. Das ist so übertrieben gewesen, das kann nicht echt sein. Und deswegen, dann war es für die Leute doch irgendwo echt. Schöne Scheiße, ich habe Öl ins Feuer gegossen. Und deswegen will ich die Leute auch davor bewahren. Hört auf, Öl ins Feuer zu gießen. Ihr verbrennt euch dabei nur den Arsch. Wenn man, wie gesagt, es gibt, oder ich sage das mal auch hier genau, das Eis ist dünn, auf dem wir uns jeden Tag bewegen. Das Eis, das wir Leben nennen. Und wenn man auf richtig dünne Stellen trifft, dann kann das richtig einbrechen. Oder nicht gesagt, das Eis ist immer dünn, es ist manchmal dünn. Wenn man in bestimmten Bereichen sich sozusagen der Umwelt bewegt. Und dazu muss man kein Psychopath sein, um dann ins Wasser zu fallen. Ne? Aber dazu kann ich später noch ein bisschen mehr formulieren, in der Tiefe eingehend darauf. Ne? Und nun halten, wie gesagt, Wissenschaftler dafür her. Ach ja, was ich eigentlich sagen wollte. Auf der Abendschule, da habe ich das erste Mal in der Oberstufe, in der 11. Klasse, 2007, Anfang 2007 war das. Da habe ich das Aha-Erlebnis gehabt.
in Psychologie über Vorurteile und Konditionierung. Weil das ist doch was passiert. Wir konditionieren uns durch diese Gruppenmeinungen gegenseitig. Und dann passieren Sachen, die nicht passieren sollten. Und nun halten Wissenschaftler dafür her, mit denen nicht auf einer ehrlichen und respektvollen Augenhöhe einer einfühlsamen Achtsamkeit geredet wird, sondern die reflexartig mit Vorurteilen beschmutzt werden. Was habt ihr euch für verkorkste Vorbilder gesucht? Come on, you know what I mean? Das ist erstmal alles, was ich im ersten Umgedacht-Video sagen will, bei über 3000 Worten. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der einen oder dem anderen etwas Nachdenkfutter gegeben zu haben, wozu es in der Videobeschreibung weiteres Informationsmaterial zu finden gibt. Bis bald und ciao.